Achim Sopaka, Sie haben gerade eben gehört, das ist jetzt das Engagement eines Einzelnen, aber das sind mutige Männer, die dorthin fahren und helfen wollen vor Ort, diese Farbe anzuziehen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich heute auch so ein rotes Hemd angezogen. Mhm. Wenn wir damit wirklich schon mit solchen Gesten ein bisschen helfen können, damit Birma einfach immer im Mittelpunkt des Interesses bleibt. Ich möchte mich noch ein bisschen mit Ihnen beschäftigen. Wann sind Sie ins Kloster gegangen? Ich bin 13, 14 Jahre im Kloster gegangen. Und dann 1988 in Burma alle Schule geschlossen, ohne Ende, wie passiert heute 1988, ungefähr mehr als 3000 Menschen umgebracht. Ne? Und die Schule sind auch abgeschlossen. Deswegen mein Bruder und ich ins Kloster gegangen, weiter zu bilden. Ne? Danach habe ich gewusst, das ist mein Ziel. Das möchte ich gerne leben im Kloster. Wie sieht denn ein Tag eines Mönches in Burma überhaupt aus? Zum Beispiel die Mönche normalerweise ungefähr 4 oder 5 Uhr aufstehen und dann beten, rezitieren und danach frühstücken und dann essen zusammen. Und dann lernen. Und dann normalerweise 11 Uhr ist Mittagessen. Und danach Pause bis 13 Uhr. Und dann 13 Uhr, meistens die Mönche bis 13 Uhr ne, schlafen ein bisschen. Mhm. Und danach bis 4 Uhr, die müssen lernen. Und danach Pause, duschen. Burma ist sehr heiß. Die Mönche müssen zweimal duschen. Yeah. Ja. meistens 40 Grad da. Und dann, ja, beten wieder ungefähr 7 Uhr. Und dann weiter lernen bis 9 oder 10 Uhr. Und dann schlafen. Das heißt also, wenn einer mit 13 Jahren ins Kloster geht, dann bekommt er eine erstklassige schulische Ausbildung. Deswegen sind höchstwahrscheinlich auch so viele Kinder ins Kloster geschickt worden, weil die Eltern froh sind. Im Kloster hat man was zu essen, man kriegt eine gute Schulausbildung. Genau. Die Burmesen sind ja so arm, dass sie das ihren Kindern sonst nicht gönnen können. Und Sie haben gerade eben gesagt, Sie müssen Essen sammeln. Es stimmt doch, dass jeder Mönch von Ihnen ein Gefäß bekommt und dann rausgeschickt wird, um sozusagen das Essen für sein Kloster sammeln zu gehen. Das ist buddhistische Tradition. Das Essen sammeln ist nicht nur Burma, sondern auch Thailand. Auch. Die thailändischen Mönche auch so diese Tradition praktizieren. Ne? Mhm. Dieses Essen sammeln ist angefangen vom Buddha. Buddha selber auch so Essen gesammelt. Ne? Gesamte. So, diese Tradition macht beschäftigt. Ja. So, zum Beispiel die Mönche kriegen das Essen von Leuten, ne? Und dann die Mönche müssen lernen. Das Problem jetzt ist, alle Mönche oder Kloster alles gesperrt jetzt. Alle Soldaten draußen gewartet. Die Mönche dürfen nicht draußen gehen, Essen zu bekommen. Deswegen habe ich große Sorge im Moment, deswegen heute Morgen, ich muss sagen, ich habe geweint. Ich habe große Sorge für meine Kollegen, meine Freunde und was passiert jetzt. Also verstehe ich das richtig? Ja. Weil die Mönche im Kloster gehalten werden, nicht raus dürfen, kommen sie nicht zum Essen sammeln. Ja. Das heißt, es wird womöglich mit einer Hungersnot dann gerechnet werden. Ja. Mhm. So, die meisten, ne, die Mönche oder Kloster gibt es kein Reis. You know? Ja. Sie haben nicht da drin. Und die dürfen nicht draußen gehen. Die kriegen gar nicht Essen. Das ist große, Herausforderung für die Mönche im Moment. Nehmen wir mal an, es kommt hier zu Lösungen, die nicht militärisch ausgetragen werden. Würden Sie denn dann wieder gerne in Ihr Land zurückgehen? Ich würde gerne, ja, gerne nach Hause, aber im Moment, es geht nicht. Ich versuche zu helfen von hier. Und ich möchte auch gerne Deutschland helfen hier. Ich möchte gerne hier weiter leben, weil ich Deutschland mir zu viel geholfen hat. Ja. Und ich bedanke mich sehr, dass ich hier als eine Insel
leben kann. Vielen Dank, Deutschland. Sie sind ein guter Botschafter für Burma oder Birma. Wir streiten immer, was sagt denn der Burmese? Sagen Sie Birma oder sagen Sie Burma? So, beide sind eigentlich richtig. Burma ist von Englischsprache, Birma ist von Japanischsprache, die Japaner genannt Biruma. Mhm. Ja, deswegen so offiziell ist eigentlich Burma. Also danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Ich hoffe, dass die Internetleitungen, die gekappt worden sind in Burma, bald wieder funktionieren, damit Sie in Kontakt gehen können mit Ihrer Verwandtschaft, mit Ihren Freunden, mit den Menschen, denen Sie helfen wollen. Danke für Ihren Besuch und alles Gute für Ihr Land. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.